Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Und wie ihr schon seht, wir haben schlechtes Wetter. Denn das Kajan-Wetter-Update ist jetzt mit da. Und ja, das Wetter verändert sich von Regen zu Schneesturm bis hin zu Nebelig. Wunderschön. Und wir haben Tag-Nacht-Zyklus. Es soll jetzt gerade aktuell so um die 12 Uhr sein. Und ich habe jetzt eingestellt, dass der Tagesrhythmus momentan so aussieht. 20 Minuten lang ist quasi Tag und 10 Minuten Nacht. Und hier oben könnte man dann noch mit Time of Day die aktuelle Uhrzeit einstellen. Oder halt das Ganze überhaupt ausstellen. Dann habe ich jetzt hier noch Weather Type Random. Man kann ansonsten sagen, man stellt hier was Fixes ein und das bleibt es dann. Und die Übergangszeit ist momentan eine Minute hier. Wobei, ich glaube, das machen wir auf 2 Minuten, das ist ein bisschen schöner. Also 120 Sekunden. Und los geht's. Ja, dann habe ich mir hier eine neue Lok gekauft. Kohlebetrieben, die allererste. Mit der werden wir ein bisschen Spaß haben. Und mein Ziel ist es, diesen Kohlezug erstmal runterzubringen und das dann bis zur Fabrik zu ziehen. Das heißt, wir werden heute fahren und bauen, weil die Strecke steht dann noch gar nicht. Und zwischen der letzten Episode und der hier bin ich mal hergegangen und habe hier mal die Mine weitestgehend voll gemacht. Also da sind jetzt 747 Kohle hier drin. Da sind die ganzen Balken hier drin und die Schienen. Und den ganzen anderen Rest habe ich hier mal weggebracht. Das waren so ein paar Fahrten. Okay, ich würde sagen, wir sind bereit. Hier die Lichter sind dran. Und wir fahren mal runter. Ach ja. Was noch ein bisschen traurig ist, der Regen beispielsweise, der hat keinen Effekt aufs Fahren im Moment. Also, dass man hier rutschen würde oder so. Ich hoffe, das kommt noch. Und eventuell wird es dann jetzt noch dunkel. So, wir machen hier mal Licht an. Und ja, also die Lampe ist ein bisschen overpowered für das, was sie eigentlich wäre. Aber so sieht man wenigstens was. Also, Kompromisslösung. Aber es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, nee, dass sie schwächer werden. Weil das ist viel zu hell für das kleine Ding da. Na gut, rein in unsere Lok. Oh, Tür auf. Dankeschön. Kommen wir hier mal zu. Mal zu, es regnet. Es regnet trotzdem in der Lok. Naja. Okay, wie schauen wir aus hier beim Feuer? 33%. Das ist nicht so gut. Okay, das passt erstmal. Ja, und das Schöne bei der Lok ist, man kann hier eigentlich schön in der Position bleiben und man ist hier nicht zu groß. Und ich sehe gerade, die Zahl passt da irgendwie nicht. Wow! Geil. Die Zahl schmiegt sich irgendwie da nicht ans Runde ran. Details. Bremse lösen. Mach mal. Ja doch, machen wir mal auf. Pfeife. Das war laut. Aber okay, los geht's. Ah, ein bisschen mehr Schmackes. Bremse? Ja doch, löst. So ein bisschen durch so hart am Arbeiten. Das ist so schwer da hinten. Müssen wir ganz kurz in Extended schauen. Da ist keine Bremse oder so angezogen. Nee, die muss hier gut arbeiten. So, machen wir wieder zu. Ja, ganz. Why? Wieso? Hä? Warum bist du da jetzt hingleist? Nee, oder? Ich hab mir eigentlich gerade fürs Thumbnail nehmen, ne? Ich würde mal ein Foto machen. Warum auch immer du jetzt hier hingleist bist. Hallo? Hallo? Warum hast du jetzt...
Warum hast du jetzt den Wagen genommen? Ist es dein Ernst? Sag mal. Die ist halt noch voll im Gas drin, ne? So, habe ich jetzt gerade mal abgestellt. So, Lok. Ah, jetzt. Irgendwo hier hin. Wenn es geht, andersrum. Okay, Break. Dankeschön. Fängt ja schon mal sehr gut an hier. So, du stehst so noch da drüben. Müssen wir das eh schon mal vorbereiten. Bei dir tun wir das mal weg. Wieso bin ich da entgleist? Verstehe ich nicht. So, einmal nach rückwärts. Bremsen lösen und los geht's. Oh, schön langsam. So, komm ran hier. Okay, wunderbar. Und wieder nach vorne. Ja, ich glaube, das müsste reichen. Komm, bremsen. Dankeschön. So, du einmal da so rein. Und habe ich hier alles richtig? Ja, okay. Südere. Rückwärts, dankeschön. Einmal so. Abmarsch. Abmarsch. Los geht's. Es ist jetzt nur ein Wagen. Was ist mit dir los? Hä? Ich meine, okay, 7% Bremse. Ach, die 7%, die waren schon genug. Okay, alles klar. Ah, oh, die sieht schon geil aus. Ich glaube, das wird meine neue Lieblingslok. Bremsen. So einen kleinen Nachteil hat das ganze Update momentan. Und zwar auf den Drehscheiben funktionieren die Bremsen aktuell nicht. Fragt mich nicht, warum das so ist. Aber ich habe es leider auf die unsanfte Variante gemerkt, indem ich raufgefahren bin und dann links Bremse und dann entgleist. War leider nicht so cool. So, jetzt aber. Können wir jetzt den Berg runterfahren. Hoffentlich entgleist mir jetzt hier nichts. Aber es ist wieder so hart am Arbeiten. Schau mal, die Stelle mal von hier an. Da ist auch nichts. Alles kommt mit. Ich hatte das Gefühl nicht los, dass da noch irgendwas angezogen ist. 0%. 0. 0. Na? Auch 0. Da sind die Dinge einfach so unglaublich schwer. Ah, da, 4%. Haben wir zumindest mal eingefunden. 0. 0. Oder sind die Handbremsen jetzt so extrem overpowered? Okay, das war jetzt aber auch 0. Okay. Und da. Okay, die Lok scheint wieder glücklich zu sein. Okay, das dürfte es gewesen sein. Okay, bleiben wir in der Ansicht hier. Na
wenn wir hier die Fenster aufmachen. Auch wenn das mega komisch aussieht. Also generell, die Spiegelung ist irgendwie... Irgendwas stimmt hier nicht. Bitte hier nicht Gas geben nach da unten. Da ist eher Bremsen angesagt. Oh. Der Kohlezug, glaube ich, der drückt ein bisschen. Aber das schaffen wir. Boah, das sieht so cool aus mit dem neuen Update. Ja, wir müssten eigentlich fast in diese Ansicht gehen. Na, komm raus. Ah, oh, nice. Okay. Bremsen lösen. Bisschen schneller darf sein. Komm, machen wir hier mal auf. Ah, oh, so cool. Das hätten sie viel früher machen können. Und ein Upgrade der Unreal Engine haben sie jetzt auch gemacht auf 5.0 irgendwas. Damit sie dann für die Zukunft mal gewappnet sind, war so irgendwie das Kommentar. Ja, vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Aber wenn das Ding halt nicht so zittern würde, wäre es ein bisschen schöner. Oh. Okay. Lass mal die Maus. Ja, wir sehen, es wird halt immer dunkler. Lösen. Hast du Geschwindigkeit? Bist du schneller? Ich glaube, wir könnten mal ein bisschen Gas geben. Ja, dann gehen wir mal auf 40. Ich glaube, das reicht schon. Ich will jetzt hier keine Entgleisung haben. Und es ist Nacht. Oh, so cool. Wobei, jetzt kann ich eigentlich den Übergang einstellen, wie lange das dauert. Night Land für die Mate, Time of Day, Time of Day. Nee, man kann leider nicht sagen, wie schnell der Übergang sein soll. Ist ein bisschen schnell. Aber wenigstens haben die Lampen jetzt eine echte Funktion. Weil ansonsten wäre es ein bisschen duster. Ich kann sie mal ausmachen. Wenn ich mal nach da vorne komme. Oh, aus. Man sieht halt de facto gar nichts. Okay. Bremsen, wir waren hier ein bisschen zu schnell. Das Blöde ist, dass ich jetzt hier drin einfach keine Lampe habe. Und ich kann das Teil hier anmachen, aber... Ist das eigentlich von draußen auch so schlimm? Nee. Es hat nur innen drin irgendwie so seine Bugs. Aber das macht die Lok so praktisch, dass man nach hinten noch ein bisschen ein Licht hat. Und wo es auch noch ein bisschen Unstimmigkeiten gibt mit dem Licht, das ist mit dem Caboose hinten. Das sieht man so nicht. Also auch wenn die Lichter an sind, da kommt nichts. Aber es wäre da mit dem Licht. Also wenn wir uns mal hier hinstellen. Müsste eigentlich gleich mal auftauchen. Da ist es. Ihr kommt total spät. Lass mich ein. Nein! Auch die Dinger funktionieren innen drin. Aber ja, man sieht es halt nicht aus der Distanz. Boah, das sieht so cool aus. Okay, lass mal nach vorne wieder. Rein hier. Rein in die Lok. Komm. In die Lok rein. Hallo!
Ja, so geht's auch. Da bin ich, da bin ich. Sag mal, schneit's jetzt? Ich glaube, es schneit jetzt so ganz leicht. So, was ich eigentlich machen wollte. Achso, wir selber haben übrigens auch so eine Lampe, die wir einschalten können. So, stellen wir uns mal hier hin. Wow, das sieht so geil aus. Das ist einfach ein ganz anderes Spielerlebnis jetzt. Hammer geil. Ah, was wäre denn noch ein geiler Spot? Vielleicht. Irgendwie so? Und jetzt kommt der Nebel. Ich glaube, in der Episode schaffen wir es, dass wir wirklich einmal alle Wettersachen durch haben. Nee, schwächeln, liebe Lok. Zwickt noch einer. 18 Tonnen. Ja, okay. Vielleicht ein kleines bisschen Gewicht hier hinten dran. Oh, nicht, dass ich jetzt eine zweite Lok hier brauche. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Oh yes, Geschwindigkeit. Eigentlich das Schlimmste von der Steigung, gleich kommt da hinten noch mit der Brücke. Und danach geht es eigentlich die meiste Zeit eh bergab. Das ist so gerade. Gott sei Dank die Strecke so flach wie möglich gehalten. Soll man das hinten wieder ausmachen? Ja. Da wärst du ja. Da kriegst du ja einen Anfall mit dem Flackern. Ich hoffe, sie fixen das. Achso, das kommt jetzt von meiner Lampe. Die können wir eigentlich anlassen, damit ich hier drin was sehe. Aber weniger Leistung. Ah, yes, wir sind bei der Steigung. Nice. Ja, vielleicht bleiben wir da jetzt mal voll im Gas. Ja, da hinten ist Kabus, aber man sieht einfach überhaupt nichts von dem Licht. Sieht man so ein Minischimmer. Das ist schade. So, bei dir machen wir auch mal auf. Und hier. Oh. Ah, weniger Gas bitte. Geht's jetzt auch schon bergrum? Ja, da geht's noch rum. Es macht schon Spaß, so zu fahren. Aber vor allem halt mit einer Lokomotive, wo halt die Proportionen okay sind. Okay, seitlich raus sehen geht irgendwie. Ne, da geht wieder retour. Ach so, man muss gedrückt halten, dann komme ich raus. Das ist neu. So, da hinten ist auch noch alles dran. Nice. Ist eigentlich auch gerade doofe Ansicht, so von hier oben. Nicht ganz realistisch, aber sieht cool aus. So, mehr Schmackes. Zu schnell. Weniger Leistung. Ich meinte, Mensch, welche Lok war das? Was haben wir so schnell gefahren? Oder ist die...
wie hat die geheißen? Irgendwas mit M. Mal kurz nachsehen. Wie hat das Teil geheißen? Wo ist sie denn? Montezuma, Eureka, Glenbrook Climax, Heisler, Mosca. Den Mosca war das, was so schnell gefahren ist. Ist eigentlich mal ein zweigleisiger Abschnitt. Danach sieht das alles so anders aus. Immer positiv anders. Ich glaube, die Stelle müsste ganz bald mal kommen. Geht's dann schön weg. Soll ich bremsen oder nicht? Ja, ich glaube, ein bisschen bremsen wäre jetzt gar nicht so schlecht. Na komm. Nein, ich komme nicht mehr rauf. Okay. Einiges wollen mehr. Ja doch, jetzt geht's ja. Ja, ein bisschen flott, aber die Wagen machen mit. Vielleicht hat das Gewicht ein bisschen einen Vorteil. Drückt's ja runter auf die Schiene. Ja, okay, ich glaube, wir können wieder langsam lösen. Na komm. Hallo. ...6%. Na, ja, kann man ganz lösen. Da vorne, glaube ich, wird es ja wieder gerade. Hat schon was, hat schon was. Jetzt bräuchte ich da einfach ein bisschen mehr Verkehr hier. Dafür glaube ich, wird das noch viel, viel geiler aussehen. Was wird es denn cool aussehen? Ja, nochmal hier so. Aber dem Lichtsystem müssen sie auf jeden Fall noch arbeiten. Nee, es ist noch nicht so ganz sauber. Totale. Bitte rein hier. Du darfst jetzt nämlich hier wieder Gas geben. Sie 30%. Ja, ein bisschen mehr. 50. Und wir sollten vielleicht mal das Wasser auffüllen. Ich meine, es reicht jetzt nur locker. Aber 1,8 ist ein bisschen wenig. Ich habe gerade Railroads Online Extended offen. Das ist gerade der Patch dafür rauskommen, dass es mit der Version geht. Und der sagt, Water Level könnte bis 5000 nach oben gehen. Also gut, ich habe sie jetzt nicht gekauft, habe aber auch nicht aufgefüllt. Ich bin einfach gerade direkt losgefahren. Ah, schöne Lok, schöne Lok. Welche Uhrzeit kann man jetzt laut spielen? Gameplay. 7 Uhr morgens. Wenn ich einen Wunsch äußern könnte, dann hätte ich gerne die Uhrzeit irgendwo eingeblendet. Oder eine Taschenuhr, die anzeigt, ohne dass ich da in das Spielmenü rein muss. Das war noch nett.
Ja, trotz den ganzen Macken. Aussehen tut es halt schon gut, das Spiel. Vor allem mit sowas. Oh, gestern. Das war so geil. Als ich mir das Update runtergeladen habe, wollte ich es erstmal für mich mal ein bisschen ausprobieren. Und ich habe einen Server erstellt und habe aber erstmal kein Passwort vergessen. Passwort vergessen, ja genau. Passwort eingegeben. Und bin dann eben genau die Strecke retour gefahren, weil ich da die Balken hochbringen wollte zur Mine. Und da komme ich da hinten beim Sägewerk an. Und auf einmal lauft da einer rum und denke, hä, was ist denn jetzt los? Habe ich, sehe ich da irgendwas falsch? Und dann drücke ich halt Tab in die Liste rein und dann ist tatsächlich jemand auf meiner Karte gerade gewesen. Ja, gerade direkt den Server dazu gemacht und damit passt wieder aufgemacht. Ah ja, da bist dann schon ein bisschen überrascht, wenn du damit halt nicht rechnest, dass jemand da ist. Es gibt halt nach wie vor kein Chat im Spiel. Es ist irgendwie so dumm, dass du kannst zwar irgendwie random auf freie Server raufgehen, aber du kannst dich einfach nicht unterhalten mit den Leuten. Oh, komm, liebe Lok. So schlimm ist die Steigung hier nicht. Stimmt eigentlich. Sind eigentlich. Moment, das hier 10 Tonnen sind. Moment. Sag's mir an. 10 Tonnen. Wie ist das bei den anderen Wagen hier? Na. Es geht auch gleich. Auch wenn es nicht für so viel Sinn macht, so von der Größe her, aber okay. Nein! Nein, ich will das. Nein, verdammt. Yes! Okay, werden wir jetzt mal hier fahren. Wir haben ja kurz eine Karte. Mein Gedanke ist, dass die Strecke, glaube ich, geht es momentan bis hierhin da. Dass die Strecke nicht straight hier so nach unten geht, wie bei der ersten Staffel. Sondern ich würde die Strecke hier so ein bisschen am Berg entlang machen. Hier geht es dann so rein ins Ölfeld. Und dann könnte man theoretisch so reinfahren. Oder was man sagt, okay, das ist hier so ein Kreisel und die Strecke geht hier hinten so weiter. Und geht dann einerseits weiter zur Raffinerie. Und man kann dann hier wieder den Schwenker die Tour machen. Und dann hier so in die Ironworks da rein. Ich glaube, ich werde mir das da hinten mal kurz ansehen, wie das aussieht. Aber das sieht eigentlich nach einer machbaren Strecke aus da hinten. Oder doch so da rein? Ich weiß es noch nicht. Aber so hätten wir ein bisschen mehr Strecke in die Ironworks. Ja, doch, ich glaube, wir fahren hier hinten rum, damit wir ein paar Strecke haben. Macht zwar nicht so viel Sinn, aber dann haben wir ein bisschen mehr zum Fahren. Nice, alles noch da, keine Entgleisung. Oh, ein bisschen mehr Schmackes. Und ich meinte, die Weiche ist schon... Ja, perfekt, die Weiche, die ist schon mal nach rechts. So gefällt mir das. Stimmt, wann kommen eigentlich die Custom-Weichen? Schon ewig versprochen. Jetzt soll ich einfach nur darauf aufpassen, dass ich frühzeitig bremse. Bevor ich da. Damit ich halt nicht auf das. Stimmt, gleich da drüber schieße da vorne. Aber ein paar Meter hat's noch. Ich glaube, bei dieser Dreierweiche bei der Ausweiche wird es vielleicht Sinn machen, wenn man da einen Telegrafenposten hinklatschen. Ist es.
Brauchen wir noch ein Stück hier. Ah, ich glaube, ich sehe die andere Strecke von da hinten. Das heißt, für uns runter vom Gas. Ja, da hinten ist sie. Es ist schon ziemlich knapp mit dem Baum da. Ich glaube, da werde ich dann nochmal nach hinten gehen und die abreißen. Stichwort Ausweiche. Das sollte man vielleicht länger machen. Hm? Also wirklich lang. Na, da passiert ja nie im Leben mit dem ganzen Zug hier rein. Und in der Länge, glaube ich, sollte man schon ein bisschen rumfahren. Okay, ich tue es jetzt mal ausreizen, was gerade geht. Knapp. Und ich würde sagen, hier stehen bleiben. Das geht. Okay, ja, das geht sich gerade noch aus. Also man könnte es lassen. Würde es eigentlich Sinn machen, dass wenn ich jetzt hier eine Weiche noch so darüber habe? Andererseits, ja gut, man kann natürlich sagen, wenn man von der Seite da unten kommt, dann kommt man hier eh schon auf das Gleis und fort so weiter. Wenn man das dann, wobei, ja gut, wenn man jetzt sagt, ich mache das zweigleisig, dann wird es Sinn machen mit der Weiche. Aber ich glaube, wir lassen das eingleisig. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Spaß. Okay. Nachdem das Bauen jetzt eh dezent monoton ist, kriegt ihr entweder einen Cut oder ein Speedbuild, wie ich jetzt hier bis zur Fabrik hinten reinfahre. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Also, bis gleich. Civil rights, you demand that I eternize your name. Walk ahead. You cover us in shame, and I take the blame. Living by the rules, team which high school blues. Walk ahead. Can anyone stand this nonsense? Eating away, telling us to stop and obey. To stop and obey. Now rats can shine, Joker's got silver lining. Holy Mary sings songs in the wet rain. Walk ahead. Now every new day is a new fire. Arm to my teeth, call me a liar. Building as you rip, someone show me someone living a desire. Yeah.
Thank you.
So, liebe Leute, da habt ihr jetzt gerade den Streckenbau im Schnelldurchlauf gesehen und es war gar nicht mal so schwer zu bauen. Nur die letzte Kurve, die hat es ein bisschen in sich. Ich weiß nicht, ob ich die so lassen werde. Hier habt ihr jetzt mal kurz ein Bild, wie die Strecke so aussieht. Und man sieht jetzt, links oben haben wir ja das Ölfeld, rechts unten jetzt da die Fabrik, was wir jetzt angeschlossen haben. Die Strecke wird so nicht bleiben und irgendwie muss ich das Ölfeld da an dieser Strecke anschließen. Und dann braucht man natürlich noch das Rangierbereich hier bei der Fabrik. Also auch das werde ich vielleicht noch ein bisschen umbauen, aber das machen wir dann eher in der nächsten Episode. Ich würde sagen, wir fahren diese neue Strecke einmal kurz ab und schauen mal, wie das so aussieht. So, zurück zum Spiel. Lok habe ich schon vorbereitet, die Azuma. Und ich würde sagen, Maximum Schmaggis. So, zu den Nähe machen wir auf und Abfahrt. Ja, und das sieht auch gut aus. Ja, das Einzige, was ich jetzt hier beim Speedbuild nicht mit reingenommen habe, das war... Das Bäume fällen, das ist ein bisschen monoton, aber ansonsten hat es jetzt alles gesehen. Aber ich glaube, das kommt gut mit der Strecke dahin. Na klar, Umweg ist es, aber dann hat man so halt ein bisschen was zu fahren. Und irgendwann später, denke ich mal, werden wir die Industrien versetzen. Aber das kommt später. Da sind ein paar Jungs auf meinem Discord-Server schon wesentlich weiter, was die Industrien versetzen betrifft. Haben da schon coole Sachen passend. Ja, unseren Ablaufberg müssen wir eigentlich noch irgendwo mal hinbasteln. Ich habe es eh schon mal erwähnt in einer früheren Episode, dass ich das machen will. Man muss nur schauen, wo und wie ich das mache. Und wo es jetzt hin macht. Aber die Kurven ist jetzt diese Umfahrungsstrecke eigentlich recht human. Man glaube ich, man kann hier doch Vollgas fahren. Nur in der letzten Kurve würde ich ja drunter gehen. Ich glaube, ich bin ein bisschen unter 80 gegangen vom Radius her. Ich müsste jetzt selber nochmal den Speedbuild anschauen. Aber es ist etwas sehr knapp. Ja, ich denke, da fällt mir noch was ein, was ich mit der letzten Kurve mache. Erstmal ist funktional. Ja, unsere ein, zwei Ausweichstellen werden hier auch nicht so schlecht. Auch dann im Multiplayer, dass man sich da nicht irgendwie Strecken blockiert. Hier auch ganz gut rein. Man hätte es ja auch mit diesem Steinfundament machen können. Aber das passt. Ja, also hier auf der Geraden wird sich eigentlich ein zweigleisiger Abschnitt rentieren. Ah, ich glaube, das mache ich. Einmal die Weiche vorne und hinten einsetzen, zweigleisig ziehen. Wo schön gerade ist. Schon mal Spezialkurve? Oder? Na. Hat dann keine S-Kurve. Karuse ist noch dran. Sehr gut. Und ich bin die Strecke extra zweimal abgegangen, dass ich ja wirklich keinen Baum vergessen habe. Das war jetzt aber Fullspeed. Denn beim ersten Mal sind tatsächlich noch Bäume stehen geblieben. Dieser Weg wie jedes Mal so.
Ja, okay, den könnte man vielleicht auch noch entfernen. So, die Kurve, der Ditch da drin, der ist halt irgendwie auch nicht geil. So, bremsen. Nicht so schnell hier. So soll es jetzt gut sein. Das Blöde ist, dieser Hügel da, wenn der nicht da wäre, dann könnte ich die Kurven wesentlich geiler rausziehen. Beziehungsweise, wenn da diese Zunge von dem Berg ein bisschen zurückgehen würde. Das würde mir auch schon helfen. Aber ich denke mal, ich könnte hier vielleicht noch mit einem anderen Winkel rausfahren. Also, dass die Kurven mehr hier so nach innen geht. Und ich dann besser rauskomme. Ich muss ein bisschen rumprobieren. So. Haben wir das Schlimmste geschafft. Einer der letzten Grad noch. Und dann können wir die Kohle endlich entladen. Und ich bin echt froh, dass wir hier durchfahren können. Auf der Karte war ich mir nicht sicher, ob man hier durchfahren kann, ob das hier eben ist. Aber es ging. Als wäre es genau dafür da. Ah, stimmt, das mit der Kurve da hinten wird ja eh nur spannend. Da bin ich in dieser letzten kleinen engen Kurve da noch die Verbindung zu dem anderen Ölteil da machen will. Brauche ich ein gerades Stück. Naja, irgendwas fällt mir da schon ein. Oder wir fahren da von da vorne aus hier. So nach rechts dann rüber. Aber da würde ich jetzt trotzdem wegen Zukunftsteam für Zukunftsbrabuche. Södli. Bleiben sehen. Jetzt aber schon mal entladen. Du auch. Und du auch. Nice. Wo ist der Zähler? Ah ja, da, geht doch. Bisschen weiter nach vorne. Beziehungsweise du könntest mal ein bisschen Gas geben. Vielleicht ein bisschen mehr. Wie weit habe ich das Gleis? Ah, ist nicht so weit, ne? Und wir haben Bäume hier. Ich muss aufpassen, dass ich da jetzt nicht drüber pfeife. Du fährst ja gar nicht. Okay, wisst was, dann fahren wir selber. Ist eh auch sicherer. Irgendwie Bock da mit längeren Zügen zu fahren. Aber die hat jetzt da schon ein bisschen zum Kämpfen gehabt. Ich glaube, da bräuchte man zwei Azumas. Also, ja, heißt nicht Azuma, aber zwei von denen. Oder noch ein bisschen was Stärkeres, aber da muss ich erstmal Level 6 werden hier. Das reicht erstmal. Lass mich rein. So. Ja, beinahe. Für dich wird es jetzt nicht reichen. Ach, ich könnte ja. Ach, jetzt habe ich extra den Mod da und nutze nicht. Ich kann ja die Lok fernsteuern. So. Einmal Loksteuerung aufmachen. Dankeschön. Gib Gummi. 80. Kommt hin. Oh.
Und der letzte. Sehr nice. Anhalten. Cool. Zähler sagt. Okay, der ist noch am Abladen. 110. Ja, das dürfte stimmen. Hat sich eigentlich da auf der anderen Seite irgendwas verändert? Nö, alles gleich. Und Gott sei Dank hat es bei den Tools jetzt diesen Autokran. Weil da ging ja mehr als 10 rein. Was waren das? 20? 120? Bin mir nicht mehr sicher. Was ich aber nicht so nachvollziehen kann, ist, warum da eigentlich nur ein Kran ist. Und das jetzt wie bei den anderen zwei. Naja, egal. So, liebe Leute, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Dürfte mal ein bisschen länger gewesen sein. Und in der nächsten Episode werden wir den Bereich hier ausbauen und eventuell noch diese neue Strecke optimieren und ja, mal schauen, was wir sonst noch so machen werden. Bis denn dann, wünsche ich viel Spaß, bleibt trocken und gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.